Hi, willkommen zurück bei unserer lieben Familie Reuss. Philipp ist gerade auf dem Weg Richtung Garten, um dann mal die vertrockneten Pflanzen wieder auszusortieren und sie durch neue zu ersetzen. Ich habe auch schon fleißig im Inventar von Philipp aufgeräumt, habe wieder ihm ein paar Kräuter gegeben, mit denen er sein Essen würzen kann. Und hier nochmal jeweils eine Version der Früchte, die er austauschen muss. Jamie schaut sich gerade einen Film an, die Cyborg-Ziegenhirten. Daddy mir ist vielleicht ein passender Titel für ihn. Und dann kann er nach Hause kommen. Oh, wir sind ja jetzt Avantgarde. dein Sim verbessert schneller seine Straßenkunstfähigkeit. Und wenn wir Gemälde und Skulpturen herstellen, haben sie einen höheren Wert. Sehr gut. Und er kann Kritik ausüben an künstlerischen Sachen. Sophia spielt gerade ein paar Videospiele. Und unser Apfelnektar ist schon fertig. Sehr gut. Das geht echt schnell. Sophia hat ein hübsches Kleid an. Sie hatte ja, glaube ich, eine Ballettaufführung oder irgendwas von ihrer außerschulischen Aktivität. Sportclub war, glaube ich. Und da hatte sie ja irgendein Event, irgendeine Veranstaltung. Emily kommt gerade nach Hause und ja, dann machen wir gemeinsam hier noch unsere Hausaufgaben. Die Maya und die Sophia, wenn die beiden hier ein bisschen ihren Hobbys nachgegangen sind, obwohl das ja auch nicht unbedingt ein Hobby ist von der lieben Sophia, ein paar Videospiele zu spielen. Aber sie muss sich natürlich ein bisschen, ein bisschen Spaß gönnen. Nachdem sie ein bisschen gestresst nach Hause kam. So, zum Tor gehen. Mir hat jemand den Tipp gegeben, wenn das Pferd, also wenn das Fohlen nicht schlafen gehen will, dass man erst zum Tor geht und dann nochmal ein Nickerchen machen klickt. Ich schaue, ob das klappt. Nein, klappt leider auch nicht. Schade. Ja, dann, oh, Maya war jetzt aber schnell hier. Dann machen wir jetzt mal zusammen Hausaufgaben mit unserer liebsten Sophia. Ja, Maya, Mama, Hausaufgaben. Das wollen wir jetzt noch erledigen heute Abend und dann könnt ihr euch auch bald schlafen legen. So, Philipp, wie sieht's bei dir aus? Ich muss, glaube ich, wieder Move Objects on machen, damit wir dann die neuen Pflanzen pflanzen können. Oh, da hinten kommst du nicht ran, was? Ja. Sie nicht wegschmeißen. Ja, schon in Ordnung. Ja, da kommt er nicht ran, okay. So. Erstmal die anderen Sachen pflanzen, wenn wir schon hier sind. Oh, warum hängt denn jetzt das Spiel ab und an? Das ist nicht gut. Das macht mir Angst, dass es gleich abstürzt. Deswegen mache ich jetzt mal das kurz auf Pause. Tut mir leid für alle, die Pause schrecklich finden. Ich mag Pause. Ein bisschen davon. Jetzt müssen wir hier ein bisschen umarrangieren, den Bereich hier. Einmal ins Kaufmodus. Die Bäume, hat er die wenigstens weggeschmissen? Ja, hat er gemacht. Sehr gut. Dann können wir das hier mal hier hinterstellen. Das hier rüber vielleicht. Wir können eigentlich auch ein bisschen weniger Platz verwenden, weil ich meine, wir haben ja noch so ein paar... Huch! Nein, nicht den Pilz bewegen. So. Wir haben ja eigentlich auch hier noch so ein paar Orte, wo wir was pflanzen könnten. Also so schlimm ist das auch nicht. Wenn wir hier nicht genug Platz finden, dann arrangieren wir das jetzt alles mal ein bisschen um, dass wir hier mehr Platz für alles haben. So, also du kannst erstmal weg. So. Das muss halt auch manchmal sein, dass man das ja alles ein bisschen umarrangiert. Du darfst dann gern hier rein. Was bist du denn überhaupt? Süßgras, okay. Das ist ziemlich... Wir können eigentlich einfach die Pilze da reinsetzen. Und das hätte mir so ein bisschen System. Und, ein bisschen System schadet nie. So, dann kannst du hier in die Ecke.
Dann hätten wir auch hier wieder Platz für eine zusätzliche Pflanze. Genauso wie hier drüben. Ja, und dann haut es doch alles hin. Sehr gut. Denke ich jedenfalls mal. Schauen wir mal. Dann gehen wir wieder hier rein. Genau. Dann pflanzen wir dich mal dahin. Und den Kakao können wir hier hin pflanzen. Und dann die beiden neuen Bäume, bevor wir die vergessen. Die kommen natürlich auch gleich hier hin. Und hier war, glaube ich, noch ein Apfelbaum. So. Ich hoffe, die kriegen wir alle hin. Warum ist Flame... Ist das Flame? Nein, das ist der Lira, okay. Auch nicht besser. Egal, wer hier draußen rumrennt. Einmal im Galopp, bitte. Vielleicht möchtest du ja jetzt dein Nickerchen machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Bei manchen Pferden geht es. Vielleicht liegt es auch am Stall. Vielleicht möchtest du einfach in einem anderen Stall dein Nickerchen machen. Aber jetzt komm eh raus, weil jetzt musst du eh gesäugt werden erstmal. Ist gerade eh nicht gut, wie es dir gerade geht. So, Emily, warum stehst du da noch draußen rum? Aber du wurdest anscheinend auch resettet, wie das aussieht. Ach ja, immer wieder diese Resettings. So, du kannst gerne ein bisschen mittelalterlich spielen. Jamie kommt gerade nach Hause. Ihr beide macht eure Hausaufgaben noch fertig. Das ist schön. Quatscht dabei auch noch. Ihr müsst euch ja austauschen. 4.30 Uhr ist eh ein bisschen früh. Dann kannst du noch ganz entspannt was zu Abend essen. Ein paar Spaghetti, würde ich behaupten. Und dann kannst du dich aber auch ins Bett werfen. Und du kannst hier noch schön duschen gehen, bevor es ins Bett geht. Und dann solltet ihr das erledigt haben. Jamie, mein Guter, du musst über nichts bloggen, oder? Oh, ich hätte so gern diese Anzeige. Und ich traue mich nicht, Blogposts zu machen, wenn es diese Anzeige nicht gibt, weil die nur dann wirklich gut werden. Und ansonsten ist das eher zweifelhaft, ob die wirklich gut werden. So, das Gemälde hier können wir mal verkaufen. Das hat Maya gemacht. Irgendwelche unidentifizierbaren Männchen sollen das wahrscheinlich sein. Du spielst da unten. Schön. Passt super zu der Hintergrundmusik. Oh Gott. Emily, kannst du vielleicht irgendwann mal Geige spielen lernen? Ah, ist ja nicht auszuhalten. Na gut. Hätten wir das erledigt. Du wolltest ja eigentlich runter zu Jamie gehen und mit ihm ein bisschen quatschen. Oh, Emily, muss das wirklich sein? Also jetzt mal ganz ernsthaft, muss das sein? Wie viel brauchst du denn noch bis zum nächsten Level? Okay, dann können wir das noch abschließen, dann kannst du schlafen gehen. Aber musst du das gerade hier machen, wo Jamie ist? Musst du ihn wirklich so belästigen? Das verstehe ich nicht. So, vielleicht können wir das hier mal ein bisschen leiser machen. Schon besser. Die beiden sind gerade fertig. Genau. Nein, ihr sollt euch nicht jagen. Du sollst einfach nur von Salira gesäugt werden. Wo wir schon bei den Pferden sind, kann ich auch ansprechen. Ich habe ja die letzte Folge gefragt, oder vor zwei Folgen war das genau, ob Flame gleich noch ein Geschwisterchen bekommen soll, beziehungsweise Salira ein zweites Mal gedeckt werden soll. Und das fandet ihr eine super Idee und deswegen machen wir das auch. Ich würde sagen, du kannst dann... ja, okay, ihr kriegt das dann nicht hin. Du sollst sowieso hierher gehen. Dann komm du auch mal hierher. So. Du kannst dein Handy erstmal ausschalten. Ja, brauchst du nicht aufräumen. Du sollst dich erstmal mit deinem Vater beschäftigen. Weil ihr euch auch ein bisschen anfreunden müsst. So. Sauber machen bedanken, den Tag verschönern. Von obskurer Musik schwärmen. Ja, die hörst du auch gerade im Hintergrund. Ah, so ist das. Dann stört sich vielleicht doch nicht so. Wenn du ja obskure Musik so toll findest, dann magst du vielleicht diese mittelalterliche Musik, die die Emily da gerade produziert. Das brauchen wir gerade nicht. Wir wollen bitte
Flame endlich mal säugen. Das ist gerade sehr wichtig. Und dann kannst du da mal reingehen und pieseln. Und du kannst dann dein Nickerchen hier halten. Dann hoffen wir, dass wir das dann auch mal ein bisschen hinkriegen, dass die alle ein bisschen mehr in ihrer Nähe bleiben. In einanders Nähe. So, in der jeweiligen Nähe, meine ich. Wie lange dauert das denn noch, Emily? Oh, das wird ja ewig nichts. Okay, dann hören wir lieber auf. Oh, ach so, das ist wie beim Schreiben. Dass man es erst im Nachhinein merkt, wie der Levelaufstieg war. Ah, okay, gut. Gut zu wissen, das wusste ich bisher noch nicht. Habe ich noch nicht drauf geachtet. No, die beiden wieder. Ach ja. Ein kleines Flame ein bisschen rumgaloppieren. Und dann schauen wir mal, wie wir das schaffen hier. Mit den Beinen und dass sie nicht die ganze Zeit meinen, sie wären ja so weit voneinander weg. So weit sind sie ja gar nicht voneinander weg. So, und die beiden können ja eigentlich auch wach bleiben bis tief in die Nacht. Also das ist eigentlich gar nicht das Problem. Jamie hat zwar theoretisch einen Job, aber praktisch auch nicht. Wir haben gerade eigentlich auch gar keine Aufträge. Also theoretisch könnten wir auch mal einen Bandanruf bekommen oder einen Bandauftrag. Aber keine Ahnung, wie lange das auf sich warten lässt. So, du hast gepieselt und dann geht's mal ab ein bisschen sich bewegen. Was ist denn Salira? Ach, Salira schläft da hinten. Okay. Scheint aber überall nicht so weit weg zu sein, dass Flame sie vermisst. Es gibt Stellen, wo er sich in der Nähe fühlt bei Mami, aber so selbst am ganz äußersten Rand des Grundstücks oder des Gatters hat er keine. Also vermisst er sie nicht. Oh, jetzt habe ich vergessen, das auszuschalten. Oh, also das wieder einzusperren. Das war jetzt blöd. Komm wieder rein, kleiner Flame. Schließen für Tiere und jetzt kannst du wieder weiter rumgaloppieren. So. Und dann probieren wir das gleich nochmal mit dem Stall. Ach ja, ihr beide sollt bestimmt noch ein bisschen mehr reden. Was haben wir hier noch? So nach Tagfragen. Über Katzen reden, klar. Und jetzt werden wir Rebell. Ja, mir egal. Ich finde, sie könnten aufhören, einem da diese Nachrichten zu geben. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, die meiste Zeit, was meine Sims für eine soziale Gruppe sind. Mich das meistens. Oh, den Mainstream können wir natürlich auch verachten und radikale Ideen beschreiben. Vielleicht können wir unseren Vater dann irgendwann auch mal umarmen. ja, Flame. Probier mal hier drin, den Nickerchen zu machen. Nicht direkt, also direkt neben Mami ist zwar klar, dass du das möchtest, aber vielleicht möchtest du ja auch im Stall dein Nickerchen machen. Das wäre ganz schön. Noch fühlt er sich sogar nah bei Mami. 3 Uhr. Gelöschte Fahrzeuge. Das ist schön. Und? Ja, schade. Dann komm wieder hierher. Er hat übrigens die beiden Merkmale flink und schnell. Also was Perfektes. Also das ist ein perfektes Turnierpferd. Allein schon von Haus aus flink und schnell zu sein, das ist echt der Wahnsinn. Gut, dann schlaft ihr halt beide mal hier draußen. Oh, nicht da. Ach Gott, Flame, du bist doch blöd. Du sollst bei Mami schlafen. Hier, direkt in der Nähe. Nein, nicht erst zur anderen Seite gehen. Oh, wie blöd kann man denn sein als Pferd, bitte? So, jetzt, ich möchte eine Umarmung sehen von euch beiden. Umarmen. Moment, das müssen wir festhalten. Und, oh, sehr schön. So soll das sein. Und dann kann unser lieber Jamie schlafen gehen. Philipp kann hier mal noch kurz aufräumen. Dann vielleicht die saubere Wäsche holen. Und dann kann auch er natürlich ins Bett verschwinden. Viel zu spät, aber ist ja eigentlich egal wann. Und, ja. Wir müssen uns dann mal wieder mit ihm anfreunden.
Hier sieht es eigentlich besser aus. Da müssen wir noch mit Jamie noch ein bisschen dran arbeiten. Dafür sieht es hier mit Jamie besser aus, aber mit ihren Eltern nicht. Sophia und ihre Eltern sollten mal ein bisschen wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Und hier passt das auch soweit. Ja, also Sophia sollte noch ein bisschen soziale Interaktionen angehen mit ihren Eltern. Und du kannst dann frühstücken. Ein Schokokeks, der passt immer. Ja, du gehst erst schlafen. Wie jetzt? Oh, wo schläfst du denn? Oh Gott, bist du blöd, ey. Ernsthaft, Flame, wie blöd kann ein Fohlen bitte sein? Jetzt vermisst er sogar seine Mama. Ja, ist ja klar. Warum schläfst du denn nicht in ihrer Nähe? Kannst du jetzt bitte hier schlafen? Danke. War das denn so schwer, Flame? War das so schwer? Dass die beiden jetzt endlich mal gemeinsam nebeneinander schlafen können. Im Stall könnten sie genau das auch haben, aber irgendwie mag Flame den Stall nicht. Ich meine, ungezähmt trägt er nicht unbedingt bei. Aber hier steht nichts zu stellen. Also das ist halt manchmal so. Ich hatte da schon... Manche Fohlen haben gar kein Problem mit dem Stall. Und manche Fohlen lassen sich einfach nicht da drin. Also wollen da drin einfach nicht schlafen. Genießen anscheinend die Freiheit. Aber hat anscheinend noch nichts mit dem Merkmal zu tun. Weil wie gesagt, ungezähmt hat jedes Pferd, wenn es... jedes Fohlen, wenn es auf die Welt kommt. Weil es halt ein Fohlen ist und Sattel und sowas nicht gewöhnt ist. Und deswegen muss man dann, wenn man... hatten wir auch schon mit den anderen Pferden. Muss man dann, wenn man... wenn sie erwachsen sind, halt sie erstmal reiten und sie erstmal zähmen. Aber danach funktioniert alles ohne Probleme. Und ich habe auch jedem der Sims einen Kürbis gegeben, sodass wir demnächst... oh, das ist ja gar nicht mehr lang Herbst. Okay, dann revidieren wir das Ganze. Machen wir das nächsten Herbst, weil jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Eigentlich wollte ich, dass jeder nochmal einen Kürbis schnitzt, aber ich habe gar nicht dran gedacht, das ist ja gar nicht mehr so lang Herbst. Mir gar nicht aufgefallen. Oh, dann kann der Philipp die ganzen Kürbisse wieder zurück in den Kühlschrank legen. Und dann machen wir das ein andermal vielleicht. So, du möchtest dann noch ein bisschen was Spaßiges machen. Vielleicht können wir ja dann eine Skulptur machen aus Ton. Haben wir denn schon ein bisschen... Nee, wir haben noch... Doch, zwei Level 2 bei Bildhauerei. Sollten wir auch bald schon was aus Holz machen können. Aber ist noch ein Stückchen hin. So. Ja, du möchtest herumgaloppieren. Okay. Tada. Ah ja. nachdem ich das mit dem, ich habe mir auch schon was aufgeschrieben, was ich ansprechen wollte. Und zwar etwas zum Sims 3 Store. Ihr könnt ja mal nachschauen. Es gibt, ich weiß nicht, ob es begrenzt ist, aber ich glaube es nicht. Es gibt ein neues Set, das ist kostenlos. Und zwar hat das so ein paar Sportklamotten für unsere Sims. Sind jetzt vielleicht nicht die allerhübschesten. Also ich finde vor allem die Frisuren, die sind halt nur für... Zwei für Frauen und eins für Mädchen. Die sind ganz süß gemacht. Und auch so ein Top. So ähnlich wie das hier, nur nicht zerrissen. Ein bisschen länger und ohne Motiv vorne dran. Es gibt welche mit Motiv halt nur bisher. Zumindest soweit ich das mitgekriegt habe. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und die Männerklamotten sind halt, ja, wie man es mag. Also es sind halt nur was für echte Sportler, würde ich mal behaupten. So irgendwelche richtigen Trainingsanzüge oder so in der Richtung. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber es ist kostenlos und deswegen, warum sollte man sich es nicht holen, wenn es kostenlos ist? Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und euch eventuell holen, wenn ihr es möchtet. Wollte ich nur mal erwähnt haben, kriegt vielleicht auch nicht jeder mal mit. Ich kriege solche Sachen immer über Twitter mit. Da bin ich seit einer Weile angemeldet. Da werden hauptsächlich, also ich poste da hauptsächlich immer so meine neuen Folgen. Die werden da automatisch mit angezeigt, wenn eine neue Folge von mir rauskommt. Und ansonsten meistens antworte ich nur irgendwelchen meist englischen Sims-Spielern irgendwelche Sachen, die sie schreiben. Aber manchmal kommt auch von mir was.
Aber ihr könnt auch allgemein einfach auf Twitter gehen und dann folge ich so ein paar Leuten und da kriegt man dann immer so ein. Warum liegt hier ein Vampirfisch rum? haben dann immer ab und an irgendwelche Meldungen, irgendwelche Neuigkeiten zu Sims. Die ist eigentlich ganz praktisch, wenn man das da ziemlich früh rausfindet. Wir haben die Alterung gar nicht aktiviert. Ich war das letzte Mal bei der Abenteurer-WG. So. Salira, wie sieht's mit dir aus? Versuchst ein bisschen rumzugaloppieren, das kannst du gern machen. Ja, okay. Interessant aus. Und was macht Emily so? Ja, Emily läuft ein bisschen rum und sammelt Wäsche ein. So soll das sein. Ja, die anderen sind auch noch ein bisschen länger beschäftigt. Nein, wir wollen uns für keine zweite außerschulische Aktivität anmelden. Eine reicht völlig aus und es gibt auch keine weitere, die zu dir passen würde, liebe Maya. So, du kannst dann gerne hier trinken, ein bisschen Heu fressen, ein bisschen mit dem Pferd dabei spielen, weil du dir das auch wünschst. Dann haben wir schon mal zwei Wünsche abgehakt. Ausreiten werden wir bestimmt auch demnächst wieder. Ist alles da reingefüllt. Okay, dann machen wir mal noch Sophias Bett. Bist ja eine liebe Mutter, du machst sowas ja gern. Und dann können wir mal das verdorbene Essen ausräumen. Die Stinkewolke habe ich doch schon hier gesehen. Schon von hier gesehen. Und dann gibt es vielleicht noch Vanillemuffin. Ja. Ansonsten ist hier gerade nicht viel los. Nochmal zum Store. Ich weiß, dass es im, also was ich auch über Twitter hauptsächlich mitgekriegt habe, im August, also bisher war es, also die letzten Male war es immer Anfang des Monats, also Anfang August, kommt das allerletzte Store-Set raus. Das allerletzte. Also danach, schließt der Store, also der schließt nicht, aber danach wird der Store kein neues Set mehr rausbringen, nichts mehr rausbringen. Das ist echt schade. Also das Store-Team hat sich vom gestern, vorgestern mit einem Blogpost oder allgemein die Person dann auch selber später noch, die verabschieden sich sozusagen von uns. Sie sagen, ja, unsere Arbeit war schön, wir haben jahrelang voll viel Arbeit reingesteckt in der Store. Ist auch echt toll und hat echt voll viele tolle Sachen. Und je nachdem, ob man sich das halt leisten möchte oder kann oder Geld dafür ausgeben möchte, was sie da gemacht haben, finde ich, haben sie es auch verdient, was sie da gemacht haben. Und ich finde, man sollte das auch würdigen, wenn man es denn haben möchte. Wenn man denn das Geld dafür hat, finde ich, sollte man es auch würdigen und das auch so kaufen. Und sich nicht drüber beschweren, dass es so viel kostet oder so. Also ich meine, ja, es ist halt zusätzlich gemacht. Das ist halt nie gesagt, dass das für jeden machbar ist. Und für jeden, kaufbar ist. Sondern, das ist ja nach wie vor was, was man kaufen kann und nicht kaufen muss. Und deswegen ist eigentlich alles immer so wie man es kann, möglich. Und, worauf ich hinaus wollte. Der letzte Store-Satz dreht sich jedenfalls so um das Thema Gondeln, Venedig, Kanäle und sowas in der Richtung. Also so dass man sein eigenes kleines Venedig erbauen kann anscheinend. Und ihr müsst wissen, ich finde Venedig total toll. Ich will da unbedingt mal hin. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich das mal gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viel davon sie einbauen werden. Auch wie viel Dekorsachen und so. Da bin ich mal gespannt und ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe sogar noch ein paar Simpoints. Ich habe mir letztens erst wieder ein Paket gekauft und da werde ich auf jeden Fall in das Store-Set wieder investieren und werde dann so den Rest auch noch für Sachen ausgeben, die ich auf meiner Wunschliste stehen habe, die ja noch offen sind. Mal schauen, was davon ich mir noch gönnen kann. Und so vielleicht auch für euch zur Info. Der Store wird auf jeden Fall nach wie vor offen sein, also man kann auf jeden Fall nach wie vor Simpoints kaufen, aus dem Store was kaufen.
es ist ja nicht so, dass jeder jetzt schon alles hätte. Ich habe ja auch noch längst nicht alles. Ich habe erst einen Bruchteil an Sachen aus dem Store. Ist gar nicht wie viel. Aber ist auf jeden Fall längst nicht alles, was es da gibt, was ich habe. Und ja, es ist schon irgendwie traurig. Ich habe auch von jemandem ein Video gesehen, der sich vom Store-Team verabschiedet hat und dann nochmal den gedankt hat, was für tolle Arbeit sie die ganze Zeit geleistet haben. Das war schon schön und traurig zugleich. Ja, und gut, mal eben auf meinen Zettel geschaut, das war es dann auch, was ich ansprechen wollte. Ja, jedenfalls. Ich fand die letzten Stores jetzt sind irgendwie auch immer besser geworden. Hier habe ich mir auch zum Großteil geholt, also so dieses Zirkusset und das war nicht so ganz mein Thema. Da fand ich dann nicht, dass ich unbedingt alles, also so viel Geld dafür ausgeben müsste. Aber deswegen, wie gesagt, ist das ja auch der Store. Man kauft sich das, was man möchte. Und von dem man denkt, dass es das Geld wert wäre. Und wenn man halt von nichts denkt, das wäre das Geld wert, wenn man alles für überteuert hätte, dann kauft man sich halt nichts. Also ich verstehe da gar nicht, was da das Problem daran ist, nur das zu kaufen, was man möchte. Ich habe halt letzte Zeit öfters gemerkt, dass sich Leute darüber beschweren, wie überteuert das alles ist. Also ich meine, ich beschwere mich bei Markenklamotten, bei, keine Ahnung, bei Chanel. Da gibt es auch Klamotten von, oder? Gerade gar nicht, also bei so Markenklamotten oder sowas. Ein Einsatz, yay! Da beschwere ich mich ja auch nicht, dass die Markenklamotten so viel kosten. Ich meine, dann kaufe ich mir halt einfach was Günstigeres. Oder, keine Ahnung, also, das ist ja irgendwie total hohl. Wer hat denn hier bitte. Okay. Wer hat hier bitte eine Gitarre hingestellt? Ist das unsere Gitarre? Nein, wir haben eine. Jetzt haben wir zwei. Ich beschwere mich ja bei irgendwelchen Sachen, die viel kosten. Bei Markenklamotten oder sowas beschwere ich mich auch nicht, dass die so viel kosten. Das ist ja total unnötig. Wenn was viel kostet, dann kauft man sich's halt nicht, wenn man das Geld nicht hat oder wenn man das Geld nicht ausgeben will. So, du kannst jetzt gleich, nein, nicht für einen Tag arbeiten. Obwohl das, nein, eigentlich wäre das viel besser sogar. Bis Freitag um 20 Uhr. Na, dann machen wir das morgen. Weil jetzt hast du eigentlich so echt gute Laune. Machen wir das für einen Tag arbeiten lieber mal heute. Und ja, du kannst nach Hause kommen. Oh, wer ist denn hier? Patrick ist hier. Oh nein. Okay, den müssen wir retten. Den müssen wir auf jeden Fall retten. Der arme Patrick. Nein. Das ist ja schrecklich. Warum bist du denn hier drin? Hier wohnst du doch gar nicht. Du wohnst in einem viel schickeren Haus. Der Phoenix Dempsey Prudence wohnt hier vielleicht. Ich habe mit meinen elektronischen Geräten rumhantiert, als der statische Strom eine riesige Explosion ausgelöst hat. Na, klasse. Ja. Das werden wir uns hierum mal kümmern. Jamie macht das. Du hast aufgeräumt, hoffentlich. Dann kannst du das hier benutzen und säubern. Und dann schauen wir mal wieder. Bei den Pferden kümmern wir uns darum. Ist gerade auf Pause, damit nicht der Feuerwehrauftrag von Emily verbuggt, weil er das oftmals tut. Wenn man gerade was anderes macht und ja, dann umschaltet. Und deswegen bleibe ich jetzt hier erstmal und ein bisschen malen üben. Das passt ganz gut eigentlich. Ja, und du kannst ja nach Hause. Und dann was Leckeres essen. Ja, ich wusste, dass es das wegklickt. Ah. Ja, toll, tolle Sache. Ah ja. So, geht's nach Hause, Maya. Wie gesagt, ich verwechsel die ganze Zeit Emily und Maya. Nicht, weil die Sims so leicht zu verwechseln wären, sondern weil ich einfach. Keine Ahnung, weil die Namen für mich irgendwie so ähnlich sind, so vom Charakter her und keine Ahnung irgendwie. Und ich finde, der eine Name könnte auch für den anderen gelten oder irgendwie so in der Richtung. Deswegen sage ich das die ganze Zeit. Also lasst euch nicht davon verwirren. Ich denke, man erkennt, also man weiß immer, wen ich meine. Denkt sich immer nur, warum sagt sie das Falsche? Aber ich kenne meine Sims. Ich
Sag immer nur einen anderen Namen. So, dann kannst du mal die Tür aufbrechen. Halte die Wurmlöcher im Wissenschaftlichen Institut auf, bevor die Zeit abläuft, um mir etwas Geld zu verdienen. Wie bitte? Im Wissenschaftlichen Institut ist das Chaos ausgebrochen. Der Prototyp des Wurmlochgenerators funktioniert. Doch leider ein wenig zu gut, denn mittlerweile ziehen sich schon hunderte von Wurmlöchern durch das Institut. Wenn nicht bald jemand kommt und sich der Situation annimmt, wird noch das ganze Institut untergehen und vielleicht sogar die ganze Stadt. Schnell, du musst die Stadt retten und kannst dir nebenbei noch etwas Geld verdienen. Okay, machen wir. Machen wir gern. Ja, du kannst dann jetzt einen Schokoflakes-Keks essen. Und du machst dein Arbeitenkram. Und wir sind hier noch am Befreien der Sims. Den kannst du gern zum Weglaufen überreden. Und unseren lieben Patrick genauso. Dann hätten wir das ja auch schon erledigt. Oh. Okay. Dann sind wir sogar schon fertig. Sehr gut. Ja, dann wieder nach Hause. Hier haben wir sogar ihren eigenen Schrotthaufen. Ist ja der Wahnsinn. In dem sie rumbuddeln und sich Sachen holen könnten. So, wie sieht das bei euch beiden aus? Ganz gut eigentlich von den Bedürfnissen. Lass dich mal säugen. Du kannst dann auf jeden Fall nach Hause, wenn du da fertig bist. Hi. Ach ja. Die Pferdis. Jetzt? Nein, du wolltest von ihr gesäugt werden. Den Rest können wir später machen. Das hätte ich doch auch noch vor. Aber wir müssen hier erstmal säugen, ja? Das ist gerade wichtig. Doch, du musst dich von ihr säugen lassen. Sag mal, Flame, bist du blöd? Du hast Hunger. Lass dich von ihr säugen. Jetzt. Komm schon. Was ist denn das Problem da dran? Stellt euch hin, wie ihr meint. Aber lass dich säugen. Oh, wird's dann heute mal? Nein. Oh, was ist denn das? Sag mal. Warum bist denn du jetzt... auf der Feuerwache? Du hättest nach Hause gehen können. Nun gut. Wellness Center ist auf der anderen Seite der Stadt, richtig? Bestimmt bei Sophia in der Nähe. Ich gehe drüben sogar schon? Nee. Aber irgendwo hier ist es bestimmt. Hier sind nur die ganzen Penthäuser. Wo ist denn hier ein Wellness-Center? Hier ist doch garantiert irgendwo eins. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Wo immer wir jetzt sind. Ihr wisst ja nach wie vor, ich kann nicht in die Stadt bearbeiten gehen. Beziehungsweise möchte ich es nicht. Weil mir dann mein Spiel eventuell abstürzt. So, wir machen jetzt das, was mal jemand vorgeschlagen hat. Wir machen Emily einen schönen, entspannten Abend oder entspannten Tag im Wellness Center. Ich würde sagen, wir lassen uns erstmal das Gesicht pflegen mit Schlammmaske. Dann können wir noch massiert werden mit einer entspannenden schwedischen Massage. Und vielleicht noch ein Dampfbad und eine Salzeinreibung. Ich nehme meistens irgendwie das mittlere. Maniküre, Pediküre mit Fußbad, klar. Und dann vielleicht noch ein Rendezvous mit der Ruhe. Dann schauen wir mal, wie spät es ist. Zur Not werden wir irgendwas noch abbrechen. Aber ansonsten... Ja, okay, jetzt möchte er plötzlich Flame Fläschchen geben, weil die beiden hier das irgendwie nicht mehr hinkriegen. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr dann vielleicht mal irgendwie daran arbeiten? Hast du sonst immer... Flame ein Fläschchen geben können. Warum stößt du ihn jetzt plötzlich ab? Er ist doch dein Sohn. Du musst ihn doch füttern. Du kannst hier gerne deine Skulptur weiterarbeiten. Und Philipp. Mal schauen. Wir können dann hier mal uns mit... Ach, nicht der Baum. Nein, nicht fliegen, sondern Kiwi füttern, mit Kiwi spielen, Pflanzen ernten. Und nein,
Und dann werden wir uns jetzt säugen lassen. Mach das doch mal. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich werde die Folge auch... Nein! Ich werde die Folge auch nicht beenden, bis ich die beiden Spastis hier mal eingekriegt haben. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist denn das Problem bei der Sache? Ihr habt euch bisher nicht die ganze Zeit säugen lassen. Und ihr habt so megamäßig viel Platz hier drauf. Da wird's doch wohl mal... Was, warum stehst du denn jetzt im Weg, Philipp? Was soll denn das schon wieder? Sagt mal. Das kann doch nicht angehen hier. Jetzt lass dich bitte von Selira säugen. Komm schon, sie steht da. Yay, ein Triumph. Juhu. Endlich lässt sich Selira Flame säugen. Oder saugen. Juhu, mit diesem Erfolgserlebnis beende ich jetzt aber dann nochmal die Folge. Weil es mir gerade tierisch auf den Keks geht, was die Sims hier anstellen. Oder eher die Pferde. Aber ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und da müssen wir irgendwann mal auch mal dran arbeiten, dass Selira ein zweites Fohlen bekommt. 4 Tage sind es noch 7. Ja, sollten wir mit Sophia vielleicht morgen mal zum Dingens gehen. Und bis dahin wünsche ich euch aber noch einen schönen restlichen Tag und tschüss.